Schnibbel die Stab und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Lev Kara auf Legende und dem FC Everton. Und heute geht's dann ran gegen Bournemouth, die ja eine starke Saison spielen. Inzwischen ist Moore älter geworden. Der gute Mann hier weiterhin, warum bist du unglücklich? Ich weiß, dass er nicht häufiger eingesetzt wird. Billy wieder mit der Torvorlage, genau wie auch Berardi. Torvorlagen nimmt da eigentlich Billy, nimmt sich da niemand was. Er spielt schon richtig krass diese Saison. Sonstigen tut sich da relativ wenig. Mattia Politano natürlich auch. Aber keiner kommt an Billy diese Saison ran. Der punktet und punktet und punktet. Hier seht ihr Ballkontrolle, Sprintgeschwindigkeit. Das ist halt so, wenn man in der Stammelf spielt. In Bournemouth, ja, keine Ahnung. Tottenham kommt ja auch direkt danach. Dann kommt schon Aston Villa. Tottenham, ja, die sind beide direkt hintereinander. Bournemouth. Ich sag, gegen die können wir eine B11 auf den Platz schicken. Also eine eingefleischte, bessere B11. Das muss eigentlich funktionieren. Das sollte klappen mit Letzen und Besic eventuell. Und Tosun kommt von der Bank. Tosun kommt von der Bank für Berardi und Noah steht drin in der Partie. Letzten Besic, Ünal, Politano, Arnos. Holgate spielt nicht, dafür spielt Jones. Links spielt Gabut, wobei Gabut eigentlich nicht. Warum sollte Gabut spielen? Links steht Galloway. Stones geht raus, Funes Mori spielt mit. Und Browning, der andere Innenverteidiger heute, Browning in Suazo auf der Bank. Ist das okay, was Platz nimmt, bis auf eine Position Gabut und Pennington als Innenverteidiger Ersatz für Stones, Diolofeo, Traoré, Depay. Depay, Traoré, Diolofeo. Depay kann halt dann noch reinkommen und Rodriguez als Stürmer, ansonsten passt das. BFs Rotation. Weil wir Tottenham doch stärker einschätzen als Bournemouth. Mal gucken. Wir treffen die Saison auch krass viel. Wir springen rein in die Partie. Der FC Everton empfängt den AFC Bournemouth bzw. FC Bournemouth im Goodison Park. Da können wir heute weiter punkten, sollten wir. Nicht, dass Bournemouth ein schlechter Verein ist, ganz besonders nicht diese Saison. Spielen die schon echt überragend. Sollte ich es wirklich hinkriegen, die kompletten 7 Tage euch FIFA zu geben, ich nicht da bin, wir nicht da sind, wohlgemerkt. Das wäre schon genial. Ich glaube, das schaffe ich sogar gerade. Das hier ist übrigens die Dienstagsfolge schon. An dem Tag, wo die Abreise stattfindet. Müsste die Dienstagsfolge sein. Ja, ist die Dienstagsfolge auf jeden Fall, wo die Abreise ist. Montag. Gestern auch heute schon aufgenommen gehabt. Bernd Leno in der Startelf. Torwart hätte ich halt auch gerne noch ein. Ohne Maus. Das ist ein richtig cooler Schuh, den wir da haben. Heute mit B11 von uns, also wirklich B11, wieder Jugendspieler ran, wieder Politano dabei. Kommt schon wieder Mecker von Mastur. Schlechter Pass. Luciano will den Ball, fordert den Ball, legt den Ball raus. Keine perfekte Flanke leider. Politano. Den Versuch spielt er diese Saison auch richtig viel. Jones, guter Ball auf Besic, der auf Noah, der wiederum macht den Ball gar nicht gut. Jones pennt, checkt erst spät, was da abgeht, zum Glück reagiert er dann überhaupt nochmal. Schlechter Ball, aber Besic passt erstmal auf, verkackt es dann aber doch noch. Mauer stehen gelassen,
wegen durch schlechte Ballannahme. Gut, dass Lino da dran geht, das machen Politano und Gabut richtig schlecht. Lino muss den haben, hat er auch. So, der kann den Ball weit abwerfen. Der Ball ist gut rausgelegt auf Jones, aber es ist halt eben Jones und nicht Luciano oder sonstig irgendwer aus dem Team. Besic! War jemand dran? Nein. Wieder Besic. Richtig schlecht. Bei den Sechser mal wieder nicht gut. Das ist halt eine von den Positionen, wo ich reagieren muss. Wo es Verkauf geben wird. Leno muss kommen. 1:0. Richtig easy gemacht. Es ist halt, bleibt halt dabei. Schlechter Satz in Verteidigung und zwei miserabel spielende Sechser, wie das immer der Fall ist bei uns. Besic funktioniert zusammen mit Letzten gar nicht. Besic funktioniert generell gar nicht. Schlechter Ball, aber der kommt eigentlich dann doch noch an. Um dann mies angenommen zu werden von Luciano. Ich hätte die nicht schonen dürfen. Aber wir haben nun mal das Problem, dass wir zu viele schlechte Spieler haben, die alle mitsamt nicht spielen können. Vor allem im Mittelfeld. Richtig, richtig schlechte Spieler. Wie ihn zum Beispiel. Das war wieder so ein unglaublich beschissener Ball. Dass der sich nicht häufig schämt, das ist eigentlich die einzige Sache. Weil eigentlich spielt er grauenhaft. Enes ist halt kein Traoré, hat man hier gesehen. Zu langsam, zu schlecht. Und dabei trennt die beiden nur zwei Punkte, aber von den Werten her, die Traoré hat, hat er halt gar nichts von. Verteidigung kriegt halt hier auch gar nichts hin. Letzten! Und der ist an den Pfosten gegangen. Generell funktioniert es bei uns in der ersten Halbzeit hier nur aus der Distanz. Wieder ein unglaublich schlechter Ball. Enes Ünal hat komplett versagt. Mal wieder. Keine Vorwürfe, er spielt immer schrecklich. Interessanterweise hat er aber 5 Tore schon auf dem Kerbholz. Aber das heißt nicht, dass er gut spielt. Er hat einfach nur das Glück. Er spielt scheiße, man sieht's. Letzten und Besic tun ihr Übriges dazu. Die spielen nämlich auch beschissenen Fußball. Dazu kommen dann noch bescheidene Außenverteidiger. Na, man kann FIFA schon mal hassen für das, was hier Arnos macht. Eigentlich ist er durch und dann entscheidet er sich, ich nehme den Ball mal kurz gar nicht an. Diese schlechte Ballannahme, das war aber gut gespielt. Letzten nur leider ein bescheidener Kerl des Fußballs. So viel Talent wie eine Socke. Wie kann man nur so viel Punkte haben und so kacke damit sein? Das ist echt... Politano bekommt den Ball richtig gut! Fabianski, und jetzt wechsle ich, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Letzten und Besic, das ist einfach ein grauenhafter Kick. Gucke ich mir lang genug an.
Das ist wie Krebs auf zwei Beinen, die beiden zusammen. Erste Reaktion von uns und ja, das war schlecht, aber nur weil ich gedacht habe, dass der erste Weg losläuft. Fehler von mir. Ich wollte das Spiel schnell machen. So wird das aber nichts. Guckst du P. Innes, ich meine natürlich Innes ein bisschen zu, ich nenne ihn halt immer so, aus Versehen, Newcastle, Watford, hab ich schon früher so gemacht, weil ich den früher in FIFA auch immer gerne hatte und dann war der aber früher auch immer schlecht. Ich weiß gar nicht, wie man immer Kacke spielen kann, egal in welchem FIFA, wirklich. Das ist echt der Wahnsinn, also der war 90% aller FIFAs einfach immer draufgängermäßig beschissen unterwegs, also kein einziges gutes Spiel. Und das ändert sich auch in dem FIFA nichts. Ich bleib dabei, Innes Ünal ist bei FIFA schlecht erstellt worden, weil der ist einfach tausendmal schlechter, als er von den Werten her sein müsste. Kriegt bei mir nie irgendwas hin. Klares Foul. Gute Aktion. Besic eigentlich bescheidene Ballannahme. Depay. Die Mauer springt nicht. Es ist einfach viel zu nah. Ich weiß gar nicht, wer immer auf die Idee kam. In der Realität ist das ja. Oh, 18 Meter, richtig geiler Freistoß. Das ist überhaupt nicht richtig geil. Das ist viel zu nah. Kannst du gar nicht um die Mauer drumherum zu, okay? Galloway! Und der Schuss ist schlecht. Das weiß er auch. Bevor hier wieder Galloway anfängt, meinen zu müssen zu schießen. Depay drin. Wer nicht, wenn... Wer sonst? Wer sonst? Hätte ich gerade schon wieder fast verkackt, Sprichwort aufzuzählen. Depay mal wieder. Besitzstorverlage und Depay ist einfach der Beste auf dem Platz. Kommt rein. Macht das Tor. Saisontor 13 jetzt in der Zahl. Ja, aber... Innes ist eigentlich ein guter Spieler von den Werten her, sollte eigentlich auch genau das haben, was ein Spieler braucht. Talent, jung, groß und. Aber leider macht er davon relativ wenig. Also er zeigt davon eigentlich nichts. In FIFA wohlgemerkt. In Realität ist das ja bei ihm was anderes. Da zeigt er wirklich auch mal, dass er relativ guten Fußball spielen kann. Tut er ja auch. Ich weiß gar nicht, ein Riesensturmtalent oder so war er doch. Ich erwähne es gern immer, immer wieder. Jeder Linksfuß ist ein Dreck wert gegen einen Rechtsfuß. Da kann der Rechtsfuß 60er Passwerte haben. Der wird den Ball immer besser passen, als das sein Linksfuß kann. Fragt mich nicht, warum das so ist. Das ist halt FIFA-Logik. Politano super frei da. Depay. Politano drin. Spiel gedreht. Politano nimmt den Ball, pflückt den Ball nochmal gut runter. Saustark. Und dann macht er das so wichtige 2:1. Bournemouth. Das hier gut gespielt. Zum Ärgernis von uns. Marzia, Politano, drittes Ligator, Luciano hat glaube ich 4 oder 5. Gut rübergelegt. Galloway. Tosun. Ich mag Besic nicht. Ich weiß nicht, was der hat, dass der so spielt. Der hat 82 oder so und ist seine 15 Millionen wert und ist jung und. Aber der kann einfach nichts. Ich verstehe es nicht. Der müsste von den Werten her bombastisch gut sein und das macht er einfach nicht. Der ist so grausig.
Der hat die Werte einfach auf dem falschen Punkt. Noah, das war ein Einsatz. Richtig stark. Dosun, abgefälscht. War eine gute Aktion. War es allemal. Depay geht jetzt auf die 10. Rodriguez kommt rein. Um da vorne auch mal nur rauszunehmen. Dosun mit dem Versuch. Der war keineswegs schlecht. War die Ballannahme beschissen. Und das Geile ist, ich will den Ball annehmen, drück keine Taste und der nimmt den nicht. Dosun! Einen kann man dann mal machen. Verteidigung hat sich stabilisiert bei uns. Dosun! Nee. Die Überlegung war eine gute. Torwart war relativ weit draußen. Dafür muss der Schuss aber dann doch ein deutlich besserer sein. Stark von Leno. Der mit dem Ball auf Politano und Politano kann halt dribbeln. Zumindest so ein kleines bisschen. Der Ball ist gar nicht so schlecht, wie es erst aussah. Er war zwar nicht gut, aber nicht so beschissen, wie ich gedacht hatte. Foul an Rodriguez. Ich weiß, das ist eine komische Position, aber auch aus dieser komischen Position kann ein Memphis schon mal Tore schießen. Nope, diesmal nicht. Schade, schade. Heißt aber wiederum nichts schön rausgelegt. Galloway hat niemanden zum Anspielen. Den Ball deswegen rüber. Und Jones mit einer richtig bescheidenen Ballannahme. Besic. Auch der weiß nicht, wie man gut kickt. Aber jetzt zumindest versucht. Gute Aktion, kein Abseits. Boah, Leno, Gott sei Dank hältst du mich im Spiel. Die Verteidigung tut's nämlich nicht. Spiel ist vorbei. Everton gewinnt mit 2:1. Knapp. Die Verteidigung. Jones ist nicht gut. Garbut auch nicht. Politano hat uns dann gerettet. Zusammen mit Memphis Depay. Oh, Luciano war auch nicht schlecht.
in der zweiten Halbzeit halt einfach gut gewechselt von uns. Einfach gut gewechselt. Bis dahin ist gar nichts passiert und dann Leno. Bournemouth gehörte die erste Halbzeit, könnte man so sagen. Bei uns ging eigentlich nichts. Außer aus der Distanz. Und dann ist es halt soweit. Leno verliert das 1 gegen 1. Der Ball ist drin. Luciano hier mit dem Ball auf Netzen. Und der mit dem Ball an den Pfosten. Schnell gespielt. Nochmal Netzen und wieder nix. Politano aus der Distanz. Glanzparade von Fabianski. Dann ja. Gabut. Ne, ist Galloway. Gabut spielt gar nicht. Galloway ist ja unser Ersatzlinksverteidiger. Entschuldigt dafür. Noah, dann ging es hier mal schnell passtechnisch und dann ist es die Pi. Dass sein mehr reinkommen. Mit dem 1:1. Und dann hier wieder Depay. Politano fängt den Ball ab und dann zieht er ihn ab. Das Siegtor. Haben da noch Chancen. Ich glaube, das ist aber auch die einzige. Nein, hier Depay nochmal. Geklärt und dann der Schuss. Und der geht halt an die Latte von Tosun. Und dann hier das. Nichts. Kopfball. Wieder Leno. Die Riesengelegenheit in der 90. Beide Male glänzend pariert. Depay bester Mann zusammen mit Politano. Tosun spielt dann doch deutlich besser als letzten. Und Ünal war halt nicht gut. Da machst du nichts. Depay mit Tor und Torvorlage. Besic mit einer Torvorlage. Das passt perfekt. Politano hat aber auch gut gespielt. Bernd Leno mit neun Paraden. Bester Mann auf dem Platz neben Memphis Depay und Mattia Politano. Im Endeffekt spielt es eigentlich keine Rolle. Wir waren wieder da, wo wir sein mussten. Haben wieder das Spiel für uns dann gemacht. Das ist auch das einzig Wichtige. Hounstrup geht nach oben, verbessert sich auf 59. Berardi nah an der 58. Ballkontrolle 99, kann ja nicht auf 100 gehen. Aktuell ist aus Spanien, da dürfte es eigentlich nicht so viele interessante Spieler für uns geben. Der ist halt klein, das ist halt ein großes Problem. Kleine Spieler sind schon von vornherein nichts für uns. Man könnte man mal beobachten, ansonsten gibt es hier nicht sonderlich viel. Ja, Ivan Lopez, der hat eigentlich gute Werte. Den kann man sich auch mal angucken. Vielleicht wird er ja der Rechtsverteidiger, den wir brauchen. Genauso auch mal hier beobachten, dass... Dürfte aber dann auch alles sein. Alte Spieler kommen bei mir ja nicht in den Kader, sonst Bartolomé Dragowski, LOL, zu Atletico Madrid gewechselt. Er läuft. Dragowski. Krass. Niklas. Für 8 Millionen. Hauptsache, er spielt bei Atletico Dragowski. Weil gar nicht so ein starker Spieler. Natürlich er hier. Mendes Ortega, 9 Millionen wert, 1,83. Wird wahrscheinlich dann kommen bei uns. Relativ günstig, wahrscheinlich sogar. Das wäre auch gar nicht so schlecht, der Transfer. So. Aber an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Wir gucken nochmal kurz hier drüber. Da hat sich nichts mehr weiteres getan.
Und ich verabschiede mich von euch. Das war's mit dem FC Everton. Und wir sehen uns morgen wieder dann gegen die Tottenham Hotspur. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, Leute. Haut's rein. Ciao, ciao.